Ihr seht oben links 9000 XP, einfach so, nochmal 9000 XP, nochmal 9000 XP, nochmal 9000 XP, es hört gar nicht mehr auf, die XP-Münzen kommen, kommen und kommen. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal und ich zeige euch heute wieder ein XP-Glitch, Freunde, mit dem ihr heute 1 Million XP machen könnt und das meine ich komplett ernst, das ist brutal, was mit diesem XP-Glitch alles möglich ist. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, damit ihr den XP-Glitch auf jeden Fall komplett nachmachen könnt und dann direkt die XP absahnen könnt, Freunde. Ist wirklich mega, mega krank, was heute auf euch zukommt. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um keine weiteren Streams oder Videos mehr und XP-Glitches mehr auf diesem Kanal zu verpassen, Freunde. Ihr wisst ja, Freunde, aktuell läuft ein Gewinnspiel auf meinem Kanal. Ihr könnt insgesamt 8000 V-Bucks gewinnen. Zum jetzigen Stand habe ich schon 3000 V-Bucks verschenkt, Freunde. Das heißt, ihr könnt noch 5000 V-Bucks gewinnen. Dafür müsst ihr ganz, ganz einfach nur dieses Video liken, den Kanal abonnieren, stellt die Glocke auf alle. Danach schreibt ihr einen netten Kommentar zusammen mit eurem Epic Games Namen, damit ich euch auslosen kann. Und dann geht einmal schnell in den Item Shop und tragt gerne meinen Creator Code PANX im Shop ein, Leute, für den maximalen Support. Ich werde dann in den nächsten Tagen einige von euch auslosen und ihnen V-Bucks schenken. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr gewonnen habt, dann kommt in meine anonyme WhatsApp-Gruppe. Die ist einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Das sollte der erste Link sein. Einmal draufklicken, abonnieren, damit ihr auf jeden Fall da seid. Aktiviert die Glocke bei der WhatsApp-Gruppe, damit ihr dann auch direkt eine Benachrichtigung bekommt, sobald ich dann den Gewinner in die Gruppe schicke. So, in Fortnite angekommen. Ganz, ganz einfach. Wir gehen erstmal direkt oben auf die Suchleiste. Ich nehme das Ganze hier live auf. So, ihr gebt einmal den Code ein. 00444 6013963. Dann sollte hier Gun Game City One-Shot kommen, wenn ihr alles richtig eingegeben habt. Und dann könnt ihr die Map auf jeden Fall starten. Ihr seht schon 60 Spieler. So, wir wählen einmal die Map aus und starten dann die Runde. So, wir sind jetzt einmal in der Map angekommen. Ihr seht schon, da sind einige Spieler drauf, die uns natürlich jetzt hier die ganze Zeit killen wollen. Ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Aber ihr seht schon oben links, ihr könnt ja Playtime XP sammeln und pro Kill bekommt ihr natürlich auch wieder XP. Aber dazu kommen wir dann später. Gehen wir einmal direkt zu diesem Haus hier und machen dort direkt einmal einen Tanz in der Garage. Freunde, ganz wichtig, ihr müsst ganz in die Ecke gehen, einmal einen beliebigen Tanz machen, dann sofort aufhören. Und dann solltet ihr direkt zu diesem Raum hier kommen und dann geht ihr einmal direkt zu diesem Button hier und interagiert einmal mit diesem Button. Und da müsst ihr jetzt den richtigen Code eingeben, sonst werdet ihr sofort sterben, Freunde. Das ist ganz, ganz wichtig. Da müsst ihr nämlich alles nochmal neu machen. Ihr gebt einmal den Code 5341 ein, Freunde. Dann sollte sich der XP-Room direkt öffnen, Freunde. Und ihr könnt den nächsten Button drücken und dann sollten sich direkt die XP-Münzen vor euch versammeln. Und dann seht ihr, Freunde, die ganzen XP-Münzen, Freunde. Wir können die jetzt einfach einsammeln. Das ist mega, mega krank. Guckt euch das an. Guckt euch das an, wie viel XP wir hier bekommen. Sehr, sehr geil. Einfach so ein ganz easy XP-Glitch, Freunde. Levelaufstieg, so muss das laufen. So, Freunde, jetzt haben wir die XP-Münzen eingesammelt und können ja noch weitere XP-Münzen einsammeln. Wir können ja auch mit den Leuten hier ein bisschen hier fighten, Freunde. Wir können sie abschießen. Pro Kill bekommen wir weitere XP. Ich habe mir sagen lassen, dass man pro 20 Kills nochmal 13.000 XP on top dazu bekommt. Und bei 16 Spielern, die hier in der Map dabei sein können, bekommt ihr nochmal 5.000 XP pro Spieler dazu. Das heißt, wenn ihr hier viele Spieler in der Map habt, dann bekommt ihr natürlich wieder mehr XP. Und oben links seht ihr ja die einzelnen Time XP, Freunde. Wenn ihr 20 Minuten diese Map spielt, bekommt ihr dann auch wieder XP-Punkte. Ich habe mir sagen lassen, es sind so 100.000 XP, die ihr dort bekommt, Freunde. So, jetzt müssen wir noch ein paar Gegner hier killen, dass wir auch mal ein Beispiel haben, wie viel XP wir hier bekommen. So, wieder 1000 XP bekommen mit diesem einen Kill, Freunde. 2000 XP mit diesem Kill. Freunde, das geht so schnell. Man kann wirklich so schnell leveln mit dieser Map. Ihr seht oben links 9000 XP. Einfach so, nochmal 9000 XP. Nochmal 9000 XP. Nochmal 9000 XP. Es hört gar nicht mehr auf. Die XP-Münzen kommen, kommen und kommen. Nochmal 9000, 10.000. Also, es hört gar nicht mehr auf, Freunde. Ihr seht oben, die ganze Zeit bekommen wir XP dazu. Ihr könnt wirklich 1 Million XP mit diesem XP-Glitch bekommen, Freunde. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Was ist hier los? Nochmal 10.000 XP. Es hört nicht auf, ne? Man kann wirklich hier so viele XP farmen. Nochmal 10.000. Es hört nicht auf. Im Sekundentag bekommen wir XP rein. So, wir machen jetzt noch ein paar Kills, dass wir auf jeden Fall hier die 20 Minuten voll kriegen. Der beste Spieler der Welt am Werk. Oh mein Gott, wie scheiße ich bin. Da merkt man halt wieder, dass ich halt nicht so oft Fortnite zocke. So, hier. Kill gemacht. Sehr, sehr nice. Ah, der Baum. Warum haben wir denn eigentlich die ganze Zeit das Sniper? Das kann doch gar nicht sein. Und das Coole ist, die Map hat auch durchschnittlich so 60 Spieler. Das heißt, ihr kommt eigentlich meistens in eine Lobby rein, wo hier schon mal so 10 Leute drin sind. Seht ihr gerade, wir spielen mit 8 anderen. Und da kann man natürlich auch wieder
8 mal 5000 XP on top bekommen. So, jetzt sind einmal die 20 Minuten rum, Freunde. Das ist wirklich krass. Wir bekommen auf einen Schlag 60.000 XP. Auf einen Schlag, nur weil wir 20 Minuten spielen. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch wirklich Wahnsinn, was hier abgeht. Diese Map ist unglaublich krass. Deswegen spielt diese Map. Der Map-Code steht sowieso oben. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal einbetten und auch in der Kanalbeschreibung verlinken, Freunde. Einfach 60.000 XP bekommen. Pro jeden weiteren Spieler, die auf der Map sind, bekommt ihr nochmal 5.000 XP extra. Es können zwar nur 16 Leute auf diese Map draufgehen und gleichzeitig spielen. Trotzdem, Freunde, ist das wirklich sehr, sehr krass. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen. Ihr spielt 20 Minuten diese Map, macht 100.000 XP. Pro Kill, den ihr macht, bekommt ihr im Durchschnitt ungefähr 2.000 XP, maximal 5.000 XP. Dann nach 20 Minuten bekommt ihr nochmal einen Extra-Schub. Dann bekommt ihr noch zusätzliche XP. Dann bekommt ihr noch XP, weil andere Spieler auf der Map sind und sie gleichzeitig mit euch spielen. 16 mal 5.000 XP, das wären 80.000 XP, die ihr dann einfach noch zusätzlich bekommt. Ihr müsst nichts dafür machen. Das ist einfach nur, weil andere Leute diese Map gleichzeitig mit euch spielen. Deswegen ladet Freunde ein oder schaut einfach, dass ihr zu einer richtigen Zeit gerade die Map spielt, wo gerade viele Leute die Map spielen. Und dann könnt ihr immer easy XP mitnehmen. Fassen wir jetzt nochmal zusammen. Also, mit dem XP-Glitch, mit den reinen Münzen, die ihr im Bonusroom bekommt, könnt ihr bis zu einer 500.000 XP bekommen. Das ist schon mal sehr, sehr krass. Dann bekommt ihr nochmal 100.000 XP, wenn ihr 20 Minuten spielt. Und die könnt ihr natürlich so oft spielen, wie ihr wollt. Ihr könnt jetzt, keine Ahnung, stundenlang spielen. Da bekommt ihr so viele XP, Freunde. Und das Ganze kann ich natürlich auch noch steigern. Ihr bekommt nicht nur 100.000 XP, sondern ihr könnt noch weitere 20 Minuten spielen und dann wieder XP bekommen. Da weiß ich allerdings nicht, wie viel XP man bekommt. Also man bekommt mindestens 20.000 XP. Die gehen dann bis zu 100.000 XP, die man bekommen kann. Deswegen, Freunde, testet es einfach mal aus. Schreibt es mal in die Kommentare rein, wie viel XP ihr bekommt, wenn ihr ein paar Stunden diese Map spielt. Und dann, wie gesagt, noch pro Kill bekommt ihr XP. Pro Münze, die ihr einsammelt, bekommt ihr XP. Also auf jeden Fall alles dabei. Deswegen, Freunde, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler XP-Glitch, um schnell in der neuen Season zu leveln. Ja, Freunde, mit diesem einfachen XP-Glitch konnte ich jetzt sehr, sehr viele XP-Punkte dazu bekommen. Ich kann natürlich so schnell leveln jetzt mit diesem XP, Freunde. Der XP-Glitch ist sehr, sehr geil. Man kann mit seinen Freunden zocken, man kann Spaß haben auf der Map und man sammelt wirklich pro Kill, pro Minute, wie gesagt, XP, Freunde. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Bei mir war es ein kleiner Anzeigebug, also ich habe jetzt nicht so viel XP bekommen, wie eigentlich der Map-Ersteller mir gesagt hatte. Also es ging so um 1.000.000 XP, aber trotzdem konnte ich schon mehrere 100.000 XP hier machen. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt in den nächsten 3-4 Tagen auf einen Schlag sehr, sehr viele XP-Punkte auf meinem Account aufgespielt bekomme. Da kommt so eine kleine Pop-Up-Nachricht, wenn ich Fortnite starte und dann kann ich die einfordern. Das kann natürlich passieren, weil Fortnite nicht so ganz schnell ist mit den ganzen XP-Glitches. Es gibt nämlich sehr, sehr viele XP-Glitches aktuell und deswegen kann es sein, dass die Fortnite-Server ein bisschen brauchen, bis sie die XP-Punkte auf euren Account aufspielen. Deswegen nicht gleich traurig sein, wenn das nicht bei euch direkt funktioniert. Ihr werdet natürlich einige XP-Punkte sammeln, aber vielleicht nicht direkt 1.000.000. Trotzdem könnt ihr mit diesem XP-Glitch am Tag 1.000.000 oder noch mehr XP machen. Freunde, das ist wirklich sehr, sehr krass. Ihr könnt ihn ja öfters machen. Und wie gesagt, alle 20 Minuten bekommt ihr zwischen 20.000 und 100.000 XP on top dazu. Nur mit Spielzeit und müsst nichts anderes dafür machen. Dann würde ich sagen, war es das jetzt mit dem XP-Glitch. Wie am Anfang des Videos erwähnt, könnt ihr hier tausende V-Bucks gewinnen. Es gibt insgesamt noch 5.000 V-Bucks, die ihr gewinnen könnt. Zum jetzigen Stand. Deswegen ganz, ganz einfach. Like das Video, abonniert den Kanal, stellt die Glocke auf alle, schreibt einen netten Kommentar zusammen mit eurem Epic Games Namen, damit ihr ausgelost werden könnt. Dann geht einmal in den Item Shop, Freunde. Einmal hier runter, Unterstützer, einen Creator und tragt hier gerne meinen Creator-Code PANX ein, Freunde. Drückt auf Suchen, damit ein kleiner Haken kommt und dann habt ihr das Ganze eingegeben und dann seid ihr auf jeden Fall komplett dabei und könnt hier mitmachen, Freunde. Ich werde die Gewinner dann in den nächsten Tag in meiner WhatsApp-Gruppe posten. Das heißt, kommt in die WhatsApp-Gruppe, das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Kommt aber einmal rein, ist komplett anonym, das heißt, ich kann eure Nummer nicht sehen. Ihr seid komplett anonym und könnt dann direkt sehen, ob ihr gewonnen habt, Freunde. Und wenn ihr noch weitere XP-Glitches habt, die ich ausprobieren soll, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare zusammen mit dem Map-Code. Dann werde ich die in den nächsten Videos testen, um euch natürlich auch maximal zu zeigen, was man da an XP-Punkte sammeln kann. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Haut rein, euer Penix und ciao.